Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu South Park direkter Cholera Zerreißprobe. So, wir sind mitten im dritten Civil War und ja, wir müssen gegen Dr. Timothy antreten, der gerade unsere gesamte Gruppe hirnmäßig vergewaltigt hat und ja, ihr merkt, wir zerstören uns gerade gegenseitig. Hoon and Friends wird von innen heraus vernichtet, das ist nicht gut. So sieht's aus, Pyjama Pals. Sag mal, hast du zugenommen? Timmy, Timmy! Oh oh. Alter, what the fuck? Der Professor ist verletzt! Echt? Müsste er nicht eigentlich wegen seines Aluminiums geschützt sein? Gegen die mentalen Fähigkeiten? Der hätte doch jetzt eigentlich nichts abbekommen dürfen. Ziel hochgehalten! Okay. Regenbogen, Aufwärtsstrahlen! Dein Angriff steigert nur meinen Zorn! Ach ja, porte dich auch noch weg, du verdammter Feigling. Ich übernehme das, Leute. Ich finde das sehr gut, Gott sei Dank. Sie ist verwirrt, greift aber trotzdem die Gegner an. Puh, jemand hat's echt auf dich Schwein abgesehen. Gehabt. Jetzt wird's lustig. Kann ich Craig auch erledigen? Nee, der hat noch zu viel. Okay. Dann lieber den Captain Diabetes schon mal auf unsere Seite ziehen. Ups. Naja. Kapituliert? Ernsthaft? Yep. Warum können wir nicht alle wieder Freunde sein? Dann mal los. Okay. So, was wäre jetzt... Ja, natürlich muss ich mich wieder heilen hier. Her damit. Lecker. Ihr seid verloren! Oh nein! Wow! Jetzt ist Wendy auch noch weiter verwirrt. Fick dich! Alzheimer im Frühstadium an? Alzheimer im Frühstadium. Ja, vielleicht. Das sollte helfen! Das wollte ich eigentlich nicht machen. Hoppala. Also los! Megafaustschlag! Oh! Hey! Aua! Mist. Ah! So, ich werde jetzt am besten noch einmal ein alternatives Ich von mir beschwören. Hat er die ganze Zeit in deinem Darm versteckt? Fuck yeah! So schaut's aus. So, sehr gut. Mit ihm kann ich jetzt erst einmal meine ganzen Teammitglieder heilen und einen besseren Angriff hinkriegen. Perfekt! Sehr gut. Okay, wer bräuchte jetzt am meisten Schutz? Ich würde sagen, Wunderarsch. Du kannst auf mich zählen! Okay. Zeigen wir es den Scheiß-Trollen! Oh yeah. So, Dr. Timothy, das kriegst du jetzt definitiv ab. Du hast irgendwie Gebrauchsspuren. Mistkerl. Bin ich jetzt endlich dran? Yep. So, jetzt holen wir Super Craig auf unsere Seite. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Gib Dr. Timothy eins auf den Schwanz! Oh yeah. Los geht's. Okay, mir geht's gut. Gut. Yeah. Heil dich noch einmal. Genau so. Ich bin dran. Eieiei. Kann aber gar nichts reißen gerade. Ja, muss ich halt den Zug beenden, geht nicht anders. Ach Alter, der wird ja Wendy jetzt auf ewig hier bezaubern, der Mistkerl. Gibt's doch gar nicht. Das ruiniert garantiert meine Frisur. Damit könnte ich den jetzt richtig erwischen. Mach ich das mal. Los geht's. Das sieht auch so genial aus. Hätte jetzt echt nur noch gefehlt, dass der Mysterion eine gut animierte Ultimativkraft hat. Ernsthaft, warum hat er als einziger keine? Ich verlass mich auf dich. Das regt mich ehrlich gesagt ein bisschen auf gerade.
Sehr gut. Alle nochmal heilen und verstärken. Das habe ich gebraucht. So, sehr gut. Timmy! Oh, verpiss dich doch mit deinen scheiß Bezauberungsangriffen. Mann. Damit kommt niemand ungestraft davon. Los geht's. Kommt schon, wir sind in der fucking Überzahl. Wir müssten den Mistkerl jetzt eigentlich so langsam am Arsch haben. Ernsthaft? Noch nicht mal damit erwische ich ihn. Ach, ist das kacke. Ja gut. Aber so erwische ich ihn, ja. Das Gute an den Freedom Parts ist, dass wir merken, wenn wir dran sind. Zeig es den Pennern so richtig. Das bringt dir nicht viel. Okay, gegen Humankind bringt es dir etwas. Aber... ja, ich werde auf jeden Fall dem Diabetes ein Schild geben. Der kann einen gut gebrauchen. Coldell ist online! Okay. So, der Timothy kriegt auf jeden Fall wieder einen Phone Destroyer. Coldell ist kein Passwort zu komplex. Ich hoffe, du hast jetzt was über offene WLAN-Verbindungen gelernt. Verdammt. Jetzt wirst du zerfetzt. Jetzt hat er sich schön aus der Affäre gezogen, der Mistkerl. Macht euch bereit. Diabetes-Time. Hier komm ich, Leute, macht Platz. So, sehr gut. Der Chaosblitz wird dir den Rest geben. Sieg. Ha, nice. Wir haben es geschafft. Energetisierender Kodex, Charakterbogen von Dr. Timothy und $5.41. Boah, was ein harter Kampf, ey. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster. Er wollte uns nur helfen. Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde! Was? Dudum. Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen. Aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Und warum habt ihr dann die ganze Zeit gegen uns gearbeitet, hm? Oh mein Gott, er hat es entschlüsselt. Naja, wahrscheinlich haben eher Kuhn & Friends gegen die Freedom Pals gearbeitet. Dafür gegeben. Alter, ein krass. Ein ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Krass. Jesus, das ist unglaublich. Das ist wie geil. Hat sich an einer zu Tode gearbeitet. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, wow. Dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Alter, fickt euch. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass Kuhn & Friends auch noch sagen, ich wäre ein Arsch, obwohl sie mich dazu angestiftet haben. Wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja, oh, yes. Ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Exakt. Na gut, das kann Cartman. Ach. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn & Friends. Das glaube ich dir nicht ein bisschen. Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Nee. Morgen. Ich glaube Cartman nicht ein Wort. Er wird uns manipulieren. Zusammen, Freedom Pals, Sanktion. Aber mit Inklusion. Cool. Ja, Leute, auf geht's. Der guckt schon die ganze Zeit so ernst. Der hat was vor. Cartman brütet irgendwas aus. Wird er wieder Cthulhu beschwören? Wird mich ehrlich gesagt überhaupt nicht überraschen. Ah, ein weiterer Tag in South Park. Greiftasche für scharfe Objekte. Nice. What the f... Alter! Sack mit Potpourri
Schlafstoffballen. Alter, was ist hier passiert? Flasche Sleep Aids, Wake-Medizin. Broschüre, willkommen im South Park. Was ist hier passiert? Ich hab Angst. Jetzt habe ich richtig Angst. Hilfe. Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollen Alter. Sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Mitch Connor. Können wir uns von diesem Analterrorismus befreien? Analterrorismus. Mein Name ist Mitch Connor. Das ist meine Botschaft. Verdammt. Ich wusste es. Alter, ey. Das... Was zum Fick... Alter! Wurde hier gerade Brutal Doom in Real Life gespielt? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Leute! Ich will jetzt wissen, was hier geschehen ist. Kriege ich keine Antwort drauf, oder was? Holy shit. Hi. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist. Die Verbindung ist so schlecht. Du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Stark's Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Okay. Berühre den Himmel. Triff deinen geistlichen Führer bei Stark's Pond. Alter, ernsthaft? Was soll das mit dem Blut hier? Kriege ich da ernsthaft keine Antwort drauf? Sind meine Eltern explodiert oder was? Es ist... Hilfe, meine Eltern sind überhaupt nicht mehr hier. Das... Alter. Ey, jetzt bin ich traumatisiert. Holy shit. Großer Gott, ey. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Mumienkapuze. Ah, nö. Ich will mich doch nicht als Klopapierrolle verkleiden hier. Ein neues Artefakt. Necronomicon, das heilige Buch von Shops Anhängern für ihre Rituale verwendet wird. Kann niedrige Dämonen beschwören und erzielt bei Goths auf eBay einen ordentlichen Preis. Okay. Was haben wir hier? Ah, energetisierender Kodex. Enthält Dr. Timothys Geheimnisse zur Teamführung, einschließlich Tipps zur Geistvergewaltigung. Ich weiß nicht. Meine Bonusgesundheit, darauf will ich nur ungern verzichten, ehrlich gesagt. 12%, das ist schon ein bisschen was. Aber dafür generell Gesundheit mehr Hirn, mehr Mumm, mehr Gesundheitswiederherstellung. Ja, komm, ich muss irgendwann auch mal loslassen. Verdammt. Und was ist mit der DNA? Hier. Eine Kreuzung von Menschen und äußeren Göttern hat auch seine Vorteile. Wenn sich der genetische Code von Shub Niggurath mit deinem verbindet, richtest du mehr Schaden an und kannst mehr einstecken. Alter! Alles plus 25. Sogar meine Gesundheit wird dann wieder besser. Geil! Ja, das nehme ich gerne. Sehr gut. Unmenschliche Stärke. Der perfekte DNS-Rang. Nice. Freedom Pulse. Oh. Alle Freedom Pulse auf der Stelle zur Basis. Wiederhole alle Freedom Pulse zur Basis. Okay. Ruf der Freiheit. Geh zum Hauptquartier der Freedom Pulse. Das ist also meine Stadt. Nachdem sie diese Nacht überstanden hat, kann ich sie kaum wiedererkennen. So,
Okay, ich soll mich echt zu dem See begeben. Moment. Dann lieber hier hin. Zack, zack. Dann gehen wir mal zu dem See. Kann ich von Nutzen sein? Ich bin gespannt, was der gute Vater von mir möchte, der gute Pater. Ein Gegner mit dem Status-Effekt Schock. Ja, ja, kenne ich ja schon. Wir sehen uns. So. Ah, stimmt, die Katze. So, und jetzt pausieren. Ich habe keine Ahnung, wie viele von den Katzen es noch in South Park gibt. Big Gay Bono. Sehr gut. Das ging mir jetzt viel zu schnell. Okay, oh. So eine Scheiße, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen. Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht, ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Oh. Ha, geil. Ah, kann mir Professor Diabetes dabei helfen? Captain Diabetes, meine ich. Scheinbar ja. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Und los geht's! Fuck yeah, der ist dann auch erledigt. Sehr gut. Einer ist aber noch übrig, oder? Jo, ne, mehrere sogar. Was? Warum sind die wieder respawned? Wie unfair ist das denn bitte? Och, kommt schon. Das ist doch unfair. Moment, wird das Feuer wenigstens respawned, wenn ich wieder zurückgehe? Oder kommt dann nur der eine Kerl wieder? Ne, der bleibt weg. Ah, das Feuer ist wieder da. Na also, geht doch. Nice. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen. Zack, Kampfvorteil. Mistkerle. Sehr gut. Gleich endet der Rest deines Lebens. Okay, los geht's. Krass, den einen kriege ich auf jeden Fall schon weg. Ja, mach ich doch direkt. Ciao. Was? Sechsklässler können nicht sterben, wir sind unsterblich. Oh, halt der kleine Viertklässler jetzt. Mikroaggression, schlag ihn. Immer diese Mikroaggression. Da hast du aufs Maul für. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Donnerstag! Ha, nice. Au! Ich hab euch alle aufgeladen. Ich bin jetzt dran. Der war gut, Wonder Tweak. Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Nice, das hört sich doch sehr gut an. Brutal! Und hier kommt er, der Phone Destroyer! Du bist aus dieser Stadt ausgelockt. So, ich beschwöre jetzt auch wieder meinen kleinen Kumpanen. Warum nicht? Ein zweiter Wunderarsch, genau. Mist. Ich krieg nicht beide? Mist. Ja, okay, ich denke mal, ich sollte lieber allen einen Angriffsboost geben. Sehr gut. Du Arschgesäck. Nice. Eisgefängnis für dich. Chill mal kurz, okay? Sehr gut. Wen frage ich als nächstes? Den erledige ich jetzt. Zumindest fast. Bam! Ich hoffe, du hast deine Fotos gesichert. Viertklässler-Fasolen, geile Sache! Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Oh Mann. Geschieht dir nicht, du Arsch! Bis der überhaupt in der Lage ist, an mich ranzukommen, kann er gleich vergessen.
Nice. Sanktion aber mit Inklusion. Oh yeah. Sack mit Hundescheiße und $3.14. Okay. So, die Tasche da hinten, die habe ich aber noch nicht geplündert, oder? Nope. Heldenhafte Narbe. Und ein Stoffballen. So. Vater? Wo sind Sie, Vater? Öliger Lappen. Ma. Öliger Lappen und Edgars Kleber. Psst. Psst. The fuck? Hey, hier drüben. Okay. Ich schalte erstmal hier den Schnellreisepunkt frei. Starks Teich. Gut, Wunderarsch. Du hast alle Schnellreisestationen. Genieß die unglaubliche Bequemlichkeit von Schnellreisen überall hin. Okay, cool. Nett, dass er mir das auch gesagt hat. Oh, Jimbo's Fishing. Netzpostfachschlüssel. Oi. Okay, das dürfte interessant werden. Ah, jetzt bin ich hier auch in der Lage, endlich die Lava wegzupacken, damit ich... damit ich das vorletzte Bild von diesem Typen aufhängen kann. Die Frage ist nur, wo kann ich das letzte von ihm aufhängen? Du bist der Richtige für jeden Job. Weil eins fehlt mir ja immer noch. Stand up for your rights. Auch geil. Have you seen this Mexican? Ernsthaft, das Bild von Butters als Mexikaner ist immer noch hier? Krass. So. Eine einzige verdammte Aufnahme muss ich noch aufhängen. Alles klar, Leute. So, dann würde ich aber glatt sagen, beende ich den Part jetzt schon an dieser Stelle. Bevor ich diesen Typen da anspreche und wahrscheinlich irgendein Psst. Event auslöse. Psst. Hey, also dann, bis zum nächsten Mal bei South Park direkter Cholere-Zerreißprobe, Leute. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Hoffentlich sehe ich euch dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.